Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Das Event ist gerade zu Ende gegangen. Nicht wirklich genutzt. Paar Millionen EP gemacht. Ist natürlich auch krass, aber früher hätte ich da echt wahrscheinlich über 10 Millionen EP gemacht. Es gab dreifach EP fürs Fangen, Doppel EP für Raids, dreifach EP fürs Brüten und noch irgendwas. Eine Stunde Glücksei. Eigentlich ziemlich gutes Event. Aber wie gesagt, EP-technisch habe ich jetzt da nicht so viel gemacht. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie viel EP habt ihr gemacht? Habt ihr da hart durchgezogen? Habt ihr das Event genutzt? Und natürlich, wie fandet ihr das Event? Ich habe jetzt hier ein paar Eier am Start. Gestern, vorgestern, nee, doch gestern, zum C-Day habe ich ein paar gebrütet. Es war ja reduzierte Kilometer. Problem ist, ich hatte schon welche drin. Und ihr wisst, nur die neuen, die ab dem Event in den Inkubator gesteckt werden, werden reduziert. Ich dachte, ich brüte die noch, bevor das Event anfängt, aber ja, am Ende war ich faul und bin dann die Kilometer nicht mehr zu Ende gegangen. Aber ja, ich zeige euch ein paar Eier jetzt, paar Zehner, paar Alola-Eier, paar Zweier. Eigentlich nicht interessant, die Zweier, aber momentan gibt's ja Pichu mit Hut und Sonnenbrille. Den müssen wir natürlich auch brüten, am besten mit 215, denn das sind 100%. Auch da schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Pichu mit Hut und Sonnenbrille habt und wenn ja, ob es gute RW hat. Aber fangen wir jetzt mal an mit den Zehnern. Natürlich wie immer, Sternstück vergessen. So. Und los geht's. Es waren, glaube ich, sechs, sieben oder sechs oder sowas. Voltilam nach dem C-Day. Sehr, sehr unnötig. Brauche ich jetzt nicht. 16 Eier, 16 Bonbons. Das Niedrigste, was überhaupt geht. Oh, ich hatte Sternstück an. Saftig. Wenigstens das. Ich dachte schon, ich hätte es nicht angehabt. Dratini, dasselbe nach dem C-Day. Eher unnötig. 491 wäre 100. 18 Bonbons, auch beinahe das Minimum. Also die Bonbons gehen so gar nicht ab. Ich hatte mal eine Eier-Session, Egg-Opening. Da hatte ich echt beinahe immer maximale Anzahl an Bonbons. Das war echt heftig. Noch ein Dratini. 467, 22 Bonbons, wir verbessern uns, aber auch nicht wirklich das Waage. Was will ich haben? Natürlich Kindwurm, Tarne, Knackleon. Oh, ansonsten keine Ahnung. Wieso bleiben wir hier stehen? Oh, go, 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 was ist da los? Wieso wird nicht auf Go gedrückt? Okay, endlich. Keine Ahnung, was da los war. So. Und Barsch war leider ziemlich unnötig, den brauche ich so gar nicht. Hab einen 100er, Bonbons habe ich genug. Bisher gar nichts, was ich gebrauchen kann. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Also, oh, Knackleon. Yes. 600 irgendwas. Boah, nein. Ihr seht, ich habe schon wieder 500 irgendwas Bonbons. Ich habe den so oft gebrütet. Den habe ich echt sehr, sehr oft gebrütet, aber leider noch keinen guten. Und, mein Gott, Porygon. Leider. Seht ihr die Candy-Anzahl bei Porygon? Ich habe drei oder vier Hunderter und so viele Bonbons. Von denen kann ich echt gar nichts mehr gebrauchen. Oh, Tarnel. Tarnel kann ich gebrauchen. Da habe ich auch eine Menge Bonbons, aber mir fehlt leider noch ein guter. So. Weiter geht's mit einem Zweierei. 10er Ausbeute war jetzt nicht so krass. Aber das Zweierei. Das Zweierei. Bam! Da ist er. Event Pichu. Wenigstens haben wir den. 196 ist natürlich nicht so top. Eigentlich ziemlich, ziemlich schlecht. Aber immerhin. Über den ersten freut man sich noch. Aber dann realisiert man langsam, wie häufig der ist. Was natürlich nicht so gut ist, weil ich zeige euch jetzt mal gleich den nächsten. Jetzt habe ich inzwischen drei oder vier gebrütet. Kann man natürlich vertauschen. Immer gut zum Vertauschen, falls jemand den noch nicht hat. Aber man darf nicht vergessen, das kostet eine Menge Staub, weil das eine neue Form ist und wenn der andere den noch nicht hat, dann zählt das eben als neu. Direkt das nächste hinterher. Und also offensichtlich ist es ein Pichu, sonst würde ich es nicht einblenden. Bam, noch ein Pichu. IV. Leider genauso schlecht. Ein WP mehr. Ja, das waren die 2 Kilometer ja mit dem Pichu. Jetzt habe ich noch
paar Alola-Eier am Start für euch. Da brauche ich auch noch einen Vulpix. Immer noch krampfhaft auf der Suche nach Vulpix. Also was heißt krampfhaft? Also ich habe in letzter Zeit gar nicht versucht, den zu brüten. So, los geht's. Auch da, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Vulpix gebrütet habt. Der soll ja richtig selten sein. Alola Slimer muss ich noch entwickeln. Aber IV leider nicht top. Ich kann die IV nicht auswendig, deswegen checke ich die mal kurz. Really strong. Tut mir leid, richtig schlecht. So. Nächster. Es waren jetzt, glaube ich, auch so 4 oder 5. Sandan. 696, wenn ich mich richtig erinnere. 684. Nee, leider. Ich habe ja schon einen Sandan auf Max gepusht, einen normalen. Und ich habe jetzt schon wieder 725 Bonbons durch das ganze Gebrüte. Der Alola Sandan. 100er Mauti haben wir gebrütet letztens. Einer unserer ersten aus dem Ei. Und ja, Radfatz Alola kommt jetzt auch aus dem Ei. Was die Chancen auf Vulpix noch geringer macht. Kein Kommentar. Und was haben wir da noch zum Schluss? Noch ein Sandan. Auch den muss ich noch entwickeln. Ich habe noch keinen Alola Sandama gemacht. Oh, einen haben wir sogar noch. Einen haben wir noch. Und es ist noch ein Slimer. Schade. Also ich wusste, dass es ein Slimer wird. Also ein bisschen Geschauspieler für euch. Ja, und das war's mit den Eiern. Ein paar Eier am Start gehabt jetzt. Weil momentan gerade nichts geht. Wir warten auf ein neues Event. Müsste eigentlich dann heute, wenn ihr das Video seht, am Abend eigentlich ein neues Event angekündigt werden. Wenn es weiter mit den Events so läuft, wie Niantic das jetzt immer macht, dann müsst ihr heute Abend eigentlich direkt wieder ein Event starten. Es gibt echt, in letzter Zeit gab es immer nur einen Tag Pause und dann kam wieder ein neues Event und wieder ein neues Event und wieder ein neues Event. Ja, das war's von mir. Schreibt dann in die Kommentare, ob ihr schon Alola Vulpix gebrütet habt. Habt ihr eine Menge EP gemacht während des Events und ja, ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.